So Leute, hallo, willkommen zu diesem Infovideo. Ja, warum Infovideo? Infovideo. Es geht um folgende Sachen. Zuerst fangen wir mal an mit den Nebenbrücken. Und ja, falls ihr fragt, mich ging ein bisschen müde, das bin ich auch. Es ist auch 3:45 in der Früh. Und ich will das aber noch schnell raus sagen. Also es geht um die Nebenprojekte zuerst mal. Erstmal habe ich eh schon das Info-Video, da habe ich im Moment gerade nicht Bock auf das Spiel, weil ich im Moment gerade, ja, ich finde es gerade im Moment langweilig und habe deswegen gerade keinen Bock drauf. Zu Personal Report, weil, ja, meine PSP spackt ein bisschen rum und ich habe keinen Bock da, ja, mit einer Rucksack spackt ein bisschen rum und ich habe da im Moment überhaupt keinen Bock. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen, weil vielleicht habe ich irgendwann wieder viel Motivation auf das Spiel, aber im Moment nicht, deswegen wird vom Moment mal auf pausiert gesetzt. Und ja, und dann kommen wir noch zu I Wanna Be There Shy Maiden 2. Ja, ich habe jetzt vorher an, ja, es war noch gestern, war ja, es war von vor 0 Uhr versucht, eine halbe Stunde diese eine Stelle, und ich habe es nicht geschafft. Ja, eine halbe Stunde, Leute. Und ja, ich will da nicht viel Zeit verplempern. Und ich habe gesagt von Anfang an, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich einmal eine längere Zeit, also mehr als 15 Minuten, nicht weiterkomme, ich habe es eh eine halbe Stunde probiert, dann gebe ich das Projekt auf. Ich haus einfach unter abgebrochene Projekte rein. Das ist ja, wie gesagt, zwar eh von Anfang an so auch abgesagt und so gesagt von mir, dass ich das abbreche, sobald ich nicht weiterkomme. Ich wollte sehen, wie weit ich nicht komme, und ja, ich denke, circa nicht. Wie viele Parts waren? 4? Oder waren es 3? Ja, aber ungefähr eine Stunde Videomaterial, wo ich immer gut vorangekommen bin, also finde ich nicht schlecht. Auch wenn ich eigentlich bin ich in solchen Spielen einfach nur scheiße, aber ich bin dann gut, ganz gut weitergekommen, finde ich zumindest. Gut, und das war's mal für die Nebenprojekte. Also bleibt eigentlich jetzt nur noch Harvest Moon übrig, was ich, ja, es bleibt auch aktiv, aber wann was kommt, weiß ich jetzt nicht. Dann, was gibt's noch zu sagen? Überlegung am Kopfkratzung und so, also ja, es wird genau, es wird ein Überraschungsprojekt geben, was ich heute heute angefangen habe aufzunehmen, oder nein, war eigentlich auch gestern schon, ja, und da habe ich schon, jetzt habe ich erst mal 3 Parts aufgenommen, und das wird ein ziemlich längeres Projekt, ja, es ist ein RPG. Und ja, ich weiß noch nicht, wann es kommt. Auf jeden Fall kommt es garantiert nicht, bevor ich nicht viele Parts davon aufgenommen habe. Denn bei den Spielen möchte ich zuerst einen richtigen Aufnahmepuffer anlegen, bevor ich da überhaupt anfange zum Hochladen. Und da sind im Moment eh genug Projekte. Dann kommen wir zum nächsten Tohomon. Ja, Tohomon, ich werde bald die Top 4 besiegen plus Champ. Und ja, ein paar Parts werden, ich denke, es werden noch ungefähr 7 Parts, bis der Champ besiegt ist, 7-8 Parts, je nachdem, wie schnell ich es schaffe. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es schaffe, denn meine Toes sind gut trainiert. Bisschen werde ich noch ein paar trainieren, das sind 3 von 6 auf Level 16, sollte eigentlich genügen. Und ja, danach kommt jetzt die Frage an euch: Wollt ihr einfach nur noch sehen, wie ich euch zeige, wie man die Vögel fängt, oder ihr wisst schon, was halt hier auch die Vögel sind? Ich habe keinen Plan. Also ich werde mal ins Kraftwerk mache und auf den Islands. Die Islands werde ich auf jeden Fall noch machen, die anderen. Die werde ich auf jeden Fall noch zeigen, aber soll ich danach nochmal die Top 4 dann besiegen? Also es ist nicht wirklich viel anders, die Gegner sind nur stärker, also die Top 4 sind einfach nur stärker. Und ja, das entscheidet mal ihr. Ich werde auf jeden Fall auch noch die Höhle dann zeigen. Die kann ich euch auch rein, die Azuria Höhle.
Und ja, auf jeden Fall das mit den legendären, mit diesen vier legendären, also mit den drei Vögeln unter Anführungszeichen. Und ja, halt der Azuria-Höhle, wo das, wo in Pokémon Mewtwo drin ist. Bin gespannt, was da drin auf mich wartet. Es ist eine overpowered Flandre oder sowas. Keine Ahnung. Ich vermute nur. Ach gut, ja, so viel da zu tun. Und dann, was haben wir noch? 4-3 geht ganz normal weiter. Sobald ich, ja, das seht ihr im nächsten Part, worum es da geht. Der heute auch hochkommt. Ich weiß nicht, ich hau ihn, glaube ich, einfach vor den hoch, dann wisst ihr, was los ist. Einfach, sobald ich diesen, ich werde schauen, dass ich diesen Mecha bald besiegt habe. Ich muss ihn eigentlich, denke ich, nur mit der Elektrogranate treffen, damit ich gute Chancen habe. Ja. So viel zu 4-3, was haben wir noch? Dann mega unvorbereitet wieder mal. Drittes Projekt habe ich, was habe ich noch? 3D Game View, was genau? Da muss ich, Moment, gehen um. Ja, geht schon wieder. Ah, da muss ich auch noch was aufnehmen. Habe ich auch keine Videos mehr, da muss ich erst wieder aufnehmen. Aber ich denke, wir haben jetzt in den 7 Videos, haben wir 2 der 8 Tempeln geschafft. Schaut gut aus bis jetzt, aber ich denke, da kommen sicher noch mehrere. Die Tempel werden immer länger, denke ich, und das wird, denke ich, auch noch ein Weilchen dauern, das Spiel. Dann zu den passierten Projekten nochmal. Calling steht eh. Ihr seht im letzten Video, ich habe keinen Plan, wie es funktionieren soll, dass das hier auch nochmal erwähnt wird. Und der Eternal Senator, ja, ich spiele das Ganze nochmal, wobei ich sagen muss, ich bin noch immer nicht allzu weit, da ich bis jetzt keinen Bock auf das Spiel hatte. Ich war ziemlich mit was anderen, was ich privat spiele, beschäftigt. Ja, ich spiele privat Torum und die Insane-Version. Was das ist, ja, werdet ihr. Also, schaut bei Schwarte Clover, findet ihr in meiner Box. Ja, Schwarte Clover. Der fängt nach seinem Secret of Mana Let's Play ein Let's Play dazu an. Er hat schon ein Video hochgeladen, da könnt ihr abstimmen, welches mit welchem Toro er anfängt. Ich denke, das wird ein ganz interessantes Projekt. Weiß ich, weil ich. Ich sage, ich hasse das Spiel und ich bin gerade erst in der Azuria City angekommen. Heute. vor ein paar Minuten, vor circa einer halben Stunde. Aber das spielt jetzt nicht die Sache. Ja gut, so viel dann. Und kommen wir noch zu den zukünftigen Projekten, damit ich ja noch aufgehe. Shaman King weiß ich noch nicht genau, wann das kommt. Ich habe zwar schon ein paar Parts davon aufgenommen, aber ich habe nicht wirklich Lust gerade auf das Spiel. Ich habe das damals, glaube ich, in 12 Stunden oder so durchgespielt, wenn überhaupt, ich weiß nicht, wann 6, ich weiß nicht mehr, aber egal, Spielzeit weiß ich dann nicht mehr. Okay, aber das ist unwichtig. Was haben wir noch? Wir haben noch Tombi, wann immer auch Tombi kommt, Tombi ist cool, kommt garantiert. Oh, ich muss schon wieder gehen. Ja, dann haben wir eh schon gesagt, das Überraschungsprojekt. Das wird, denke ich, das nächste sein, was in die aktiven Projekte rutschen wird. Vielleicht, ich weiß nicht genau wann. Nicht nach Toromon, sondern nach 3 des Gameplays oder wie hieß genau, oder 4-3. Je nachdem, was zuerst fertig ist. Bei nach Toromon werde ich versuchen, wieder zu einer Sonata, sonst. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst mache. Da reinschieben sollen, wenn ich bei Turner Senator nicht so weit bin, weil ich nicht viel Bock habe im Moment auf das Spiel. Obwohl es geil ist. Gut, ja, egal. Dann haben wir noch Bleach, habe ich. So Resurrection. Wenn es wirklich so, wie es steht, am 11.09. rauskommt, werde ich mir versuchen, das um diesen Tag schon zu holen. Vielleicht sogar schon früher. Ich werde es mir garantiert, denke ich, wieder vorbestellen. Und dann vielleicht sogar schon früher wieder halten. GameStop des Vertrauens eben. Dass das ein PlayStation 3 Spiel ist, kann ich es garantiert schon vorher spielen. Und dann haben wir noch Catherine. Da kommt demnächst jetzt in USA die US-Team raus. Mal schauen, ob ich die Finger bekomme. Dann werde ich das einfach mal in der Show, um euch das Spiel mal zu zeigen. Und ich hoffe wirklich, dass das Spiel Europa Release bekommt. Ja.
So viel dazu, das mal alles über die Projekte aufzugehen. Und ja, ich hoffe, das hat alles aufgeklärt. Falls es noch Fragen gibt in den Kommentaren und alles mögliche in den Kommentaren halt, ihr wisst schon, eure Meinung zu den ganzen Zeugs, das ich gerade gelabert habe. Ich weiß nicht, wie lange ich euch schon wieder voll labere, aber egal. Ob es anseht oder nicht, ob es euch angehört hat bisher, dann danke ich euch, dass ihr so lange eure Zeit für mich geopfert habt, um informiert zu sein über meine Projekte. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp für mein zukünftiges Projekt. Das Geheimprojekt Tipp Nummer, ich gebe euch einen Tipp und ja, behaltet es. Ich sage nur, eine gewisse Let's Playerin war dafür ausschlaggebend, dass ich das Spiel anfangen wollte, die sich in meiner Box befindet. Also, ja, das sind hier nur zwei drin, also egal. Findet es doch raus, wenn ihr es auch redet, kommt es vielleicht früher, wer weiß. Aber das werde ich dann entscheiden, sobald es soweit ist. Also Leute, dann, ich danke, dass ihr so lange mein Gelaber zugehört habt. Noch einmal danke ich euch dafür, da ich hier noch mehr gelabert habe. Und ich sollte jetzt endlich aufhören zu labern und das Info wieder beenden. Also Leute, bis zum nächsten Mal in irgendeinem meiner Let's Playlist. Ciao.